dann eine Stimme nach außen. Man braucht den Verband als Vehikel, um Aufmerksamkeit bei der Politik zu finden, um Aufmerksamkeit für die Belange des Einzelhandels zu finden. Und das kann man nur in einer starken Gemeinschaft, und dafür braucht man den Verband. Also ich denke, dass der Handel in den nächsten 3 Jahren nicht nur für die Innenstädte, sondern ich sag mal auch ganz speziell für den Handel generell ein großer Wandel stattfinden wird. Die hat mich in einer Hinsicht bestärkt in meiner Auffassung, die ich schon hatte, und auch sensibilisiert auf andere Dinge auch zu achten. Ja, also als Geschäftsführer von Haus und Grund, der sehr eng kooperiert mit dem Einzelhandelsverband, schätzen wir einfach das gemeinsame Vertreten von Themen gegenüber Politik und Verwaltung. Es ist natürlich wichtig, dass die Positionen vertreten werden und nicht über die Köpfe hinweg entschieden wird. Wir bekommen im Handel vor Ort Fachpersonal, Beratung, Service. Da hat der Herr Ottersbach, der Einzelhandelsverband, mich mit unheimlich vielen Leuten zusammengebracht, Ideen hervorgebracht.